Dirigieren im Fokus bei dem Fach Blasorchesterleitung. Wir haben diese Woche einen Wettbewerb hier in Mannheim-Käfertal im Kulturhaus und wir sind heute am zweiten Tag des Wettbewerbs, also es treten 12 Studenten aus den beiden Blasorchesterleitungsklassen an und wir haben uns die jetzt schon 2 Tage angeschaut und es ist wieder sehr, sehr spannend wie immer. Es ist sehr erfolgreich, ein tolles Orchester, tolle Dirigenten, alle sehr, sehr gut vorbereitet, machen sehr gute Arbeit. Vielen lieben Dank. Da habe ich auch 2 Sachen. Für die Holzbläser, euer Einstieg in 29. 2 Takte lang seid ihr da komplett offen und dürft diese 16-Bewegungen zeigen, die wir haben. Danach bitte direkt in Tag 31, geht bitte sofort eine Stufe runter. Vor allem auch viel weniger hektisch. Ihr habt in euren Noten alle immer diese Atempausen drinnen. Wenn ihr mit der Luft so spart, dass ihr da hinkommt, haben wir genau die richtige Dynamik. Hier in der Region im Fokus haben wir tatsächlich den Köster, was super besetzt ist. Wir sind mit 70, 80 Mann quasi vor Ort. Und es ist natürlich für uns Studierende eine unglaubliche Gelegenheit, aktiv vorne sich zu erproben, das im Studium meistens theoretisch erlernte Wissen anzuwenden. Das ist jetzt das dritte Mal, dass ich teilnehmen darf. Das gemeinsame Musizieren mit diesem Orchester. Ja, mir persönlich geht es so, dass es man spürt immer wirklich eine sehr, sehr gute Verbindung und eine sehr schnelle Umsetzung von dem, was man möchte. Und das ist schon sehr toll. Ja. Es ist nicht wie daheim im Musikverein, sondern wir müssen auf einem anderen Level arbeiten. Und man sieht dann schon am Anfang, am ersten Tag so die Anfangsschwierigkeiten. Aber mit jeder Einheit werden alle besser und das ist unglaublich schön anzusehen. Ich würde gerne nochmal an den Anfang von dem Satz gehen. Und zwar darf der noch, also es ist wirklich ganz leise und ganz intim und trotzdem sehr intensiv sein. Ich würde mal gerne einmal nur die Achtelketten rausnehmen. Also erst die Klarinette und dann das zweite Altsax, das das übernimmt. Einmal diese Achtelkette. Hier schon ein paar Takte. Genau, die Achtel, in der ihr übergebt, also praktisch im dritten Takt auf die 1 und dann wieder im 5. darf fast ein bisschen länger sein. Also die Stücke insgesamt machen wir schon seit Januar oder Dezember, also schon sehr, sehr lange jetzt. Das ist dann doch immer eine lange Phase, wo man halt einfach Partiturarbeit macht und viel Theorie, praktisch die ganzen Stücke, sich eine Meinung macht ungefähr, wie sind die aufgebaut, welcher Teil klingt wie und dann halt natürlich auch Schlagbilder lernen und sowas und sich da eben darauf vorbereiten und jetzt so direkt auf heute oder jetzt für die Tage ist dann halt wirklich nur noch ein, wie stelle ich mir das vor, wie kurz soll welcher Ton sein, was klingt wie laut, Balance. Man kennt dann doch nach dem ersten Tag das Orchester schon so ein bisschen und genau, kann dann halt sich darauf noch ein bisschen mehr einstellen, was will ich denn tatsächlich haben und was fange ich denn mit meiner Zeit vor diesem Orchester effektiv an. Das Unwichtigste am Dirigieren ist das Dirigieren selber. Es ist der Mensch hinter der Musik, der Mensch, der so mit seiner Persönlichkeit und Ausstrahlung etwas erreichen muss. Das ist die Kunst. Alle 12 beherrschen die Partitur, haben gute Ohren. Das ist alles absolut kein Problem. Es ist nur, was kann ich in dieser kurzen Zeit erreichen mit diesem Orchester? Ich bin im wahrsten Sinne des Wortes fachfremd. Musik kenne ich, liebe ich, aber ich habe keine Ahnung davon. Ich war im Management bei Daimler, habe viele Menschen geführt und entwickelt. Und in diesem Sinne habe ich jetzt auch meine Rolle gesehen. Natürlich gibt es Gemeinsamkeiten und es gibt Unterschiede. Die Gemeinsamkeiten, wie kann ein Mensch zum Beispiel motivieren, wie kann er begeistern, also die Leidenschaft. Was strahlt er aus? Hat er Charisma? Hat er Temperament? Hat er eine Innovation? Hat er eine Vorstellung? Kann er die Menschen abholen? Das ist völlig identisch
ob im Orchester oder in der Wirtschaft. Super Dirigenten sind für mich 12 Gewinner. Und dann mit so einem tollen Orchester, das ist ich. Ich bin so froh und so glücklich, dass ich hier sein kann. Jedoch, 12 wurden 8. Das ist die Regel. Die 8. Wolfgang Schwabel. Andreas Seger. Vivian Rieder. Wir machen es eigentlich, weil wir im Konzert vieren die Möglichkeit geben wollen, das Orchester zu dirigieren. 12 wären doch etwas viel, sowohl fürs Publikum, für die Musiker. Also haben wir uns dann geeinigt, dass wir aus immer jeden zweiten Tag 2 rausnehmen und dann bleiben 4 übrig, die dann im Konzert ein Werk dirigieren dürfen.